Hallo Leute, es geht endlich weiter mit Dust in Illusion Tale. Wir sind hier immer noch, ja, seht ihr, auf dem Friedhof. Und haben wir mit ihr schon geredet? Ich weiß es nicht mehr. Achso, ja, hatten wir schon. Okay. Gut, dann gehen wir mal einfach weiter. Ist schon so lange her, dass ich gespielt habe. Muss erstmal wieder reinkommen. Geht ja aber immer recht schnell bei diesem Spiel. Wieso kam ich... Warum... Mich irritieren immer diese Schlingpflanzen-Dinger. Die hier. Vor allem, weil die auch immer ihre Farben wechseln. Hat das irgendeine Bedeutung oder so? Ich weiß nicht. Finde ich irgendwie merkwürdig. Gut, laufen wir mal... Dann eben hier lang. Nach oben waren wir da schon. Nee, ich glaube nicht. Oh, Levelaufstieg. Das ist ja schön. Genau. Na, das sieht doch schon mal super aus. Wir machen mal Angriff jetzt auf volle Power hier. Und wir haben auch immer nur einen Stein, den wir geben können, oder? Waren das nicht zwei? Ja. Ist okay. Also wir haben jetzt Angriff auf volle Power. Wir sind mächtig stark mit unserem Dust. Und unser Kung-Fu ist stark. Kette zerbrochen, war klar, weil ich voll in die Bombe reingelaufen bin. So. Stirb. Sehr schön. Hast du gut gemacht, Fidget? Jetzt explodier. Haha. Wenn sie sich selber umbringen wollen, bitteschön. Macht doch, wie ihr meint. Doch, klar waren wir hier schon. Ich erinnere mich. Wieso bin ich tot? Nein! Oh Gott, ich habe auf meine Gesundheit nicht geachtet. Ich Dusselchen. Ja, ich schätze mal, mit dem Levelausstieg, das können wir gleich nochmal machen. Allerdings, wenn wir jetzt oben schon waren, gehe ich diesmal nach unten. Ach. Bei ihm können wir auch mal wieder reinschneien. Was ist hier? War ich hier schon? Weil dann gehen wir diesmal nach unten. Nee, hier waren wir noch nicht. Wenn eine Kiste da noch zu ist, waren wir da noch nicht. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Kannst du da nicht? Doch, kannst du. Oh, schön. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Bring mich nach oben. Bring mich noch weiter nach oben. Kannst du das nicht mal kaputt machen hier? Geht doch. So, wunderbar. Schön. Wieder eine Kiste mehr. Da will ich dann aber nicht lang. Aber wir können nur da lang, oder? Wegen dem Wind hier, oder? Nö, geht auch so. So, da ist er wieder, der Levelaufstieg. Oh, du Vieh, jetzt komm her. Manchmal ist es aber auch kompliziert. So, es sind nur ein Steinchen, was wir vergeben können.
So, wo geht's hier hin? Oh Gott, wer ist das denn? Hilfe! Wie kriege ich ihn? Hilfe. Was kann ich machen, damit ich ihn kriege? Ich kriege ihn irgendwie gar nicht. Oh nee, das kann nicht wahr sein. Ey, wie blöd bin ich denn, dass ich schon wieder nicht darauf geachtet habe. Aber was ist das auch für ein Typ da, der komische Hexer? Wie kriege ich den denn? Hä? Jetzt ärgert es mich aber echt, dass ich so blöd bin. Jetzt werde ich aber wirklich drauf achten. Das war mein Warmkämpfen. Jetzt reicht's mir. Ganzen Dreck nochmal. Rucki zucki, jetzt kenne ich den Weg ja. Hopp, 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 hopp. Irgendwie geht auch alles ein bisschen langsamer heute irgendwie. Also von der Steuerung her, keine Ahnung warum. So, nochmal. Oh. So. Na endlich. So, zum 100. Mal. Ja, wir bestätigen so. So, jetzt kommen die Viecher wieder und ja, dann... Kommt jetzt der Bösewicht. Irgendwie kann den nur Fidget besiegen. Kann das... Nein, weg da. Irgendwie habe ich das Gefühl, nur Fidget kann ihn besiegen. Hilfe, Hilfe. Nein. Oh, ich muss auf meine Gesundheit achten. Ich habe ja gesagt, ich achte jetzt drauf. Wie ging das nochmal? So und so und so und so. Wunderbar. Ja, ich glaube, nur Fidget könnte ihn kriegen. Hilfe! Das war... Ich sehe mich selber nicht mal mehr. Ich bin hier kurz vorm Sterben. Okay, toll, dass ich hier speichern kann, aber irgendwie ist er mega stark. Ich speichere hier schnell einfach mal so zwischendurch. Geht doch. Mach ihn fertig, Fidget. Mach ihn fertig.
Da fällt mir ein, vielleicht kann man ja auch... Nee, Rüstung bringt mir jetzt nicht viel, aber ihre Attacke vielleicht mal ändern? Der ist echt mega schwer, muss ich sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann ihn nur mit Dings, mit seinen eigenen Waffen vielleicht schlagen, mit diesen Explodiertypen. Kann das sein? So, komm mal her. Warum ist jetzt meine Kette zerbrochen statt seine? Also, warum... Leck mich. Das ist voll schwer. Ganz ehrlich. Wo bin ich jetzt? Das hier. Ja, komm. Wo ist der Typ? Der soll mir seine Explodierheinis schicken. Komm. Das ist ja eigentlich voll blöd. Da ist wieder so einer. Ich bin immer zu nah dran. Und ich schaff's einfach nicht. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, es ist ja auch nur eine Idee. Ich weiß ja gar nicht, ob das klappt mit den Explodierdingern. Monstern. Weil alles andere nutzt ja hier irgendwie nichts. Ja, leck mich. Ganz ehrlich, ich springe die ganze Zeit echt von einer Ecke in die andere, um nicht in diese Ecke zu kommen, wo die explodieren. Aber er schickt mir auch einen nach dem anderen. Was soll man da denn machen? Ich kann ja nur wegspringen. Oder kann ich auch blocken und dann passiert mir nichts. Ich glaube aber eher nicht. Ich bin unfähig, diesen Kampf zu schaffen. Ich bin zu blöd. Was ist denn hier unten eigentlich? Vielleicht kann ich ja auch was Schöneres machen oder so.
Ja. Warum ist er so lahm heute? Ich drück mir hier einen ab und... Was ist hier? Ich mag nicht mehr. Kommt mal alle mit hier. Ich weiß zwar nicht wohin, aber hier zum Beispiel hin. Genau. Ganz viele kleine Geschenke für meine nicht erfolgreiche Arbeit. Ah! Ja. Guck mal hier, hier, da, 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 da könnten die noch hin. Damit wir uns mal ein bisschen mehr eindecken können mit Lebensmitteln. Das wäre eine Idee. Warte, muss ich mich erstmal wieder heilen? Dann sterbe ich hier noch gleich wegen Rumspringerei. So, kommt mal alle mit hier. Oh. Ja, das war's schon wieder. Ist sie jetzt da hinten explodiert oder was? Jetzt habe ich den Weg extra endlich geschafft und... Irgendeine von diesen Dingern wird es ja wohl bis da hinten schaffen. Da seid ihr ja alle, meine Kleinen. Hier oben. Hier oben. Okay. Ich glaube, einen noch. Ein Versuch noch. Die schweben auch voll schnell hoch und ich gar nicht. Komm, komm, komm. Yippie! Geschafft! Super. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Na Gott sei Dank. Ein bisschen Kohle haben wir doch noch, ne? Ja, ja, auf mich aufpassen. Weil das ja so toll klappt hier. Geht's hier eigentlich wieder zurück? Ach, ich werde mich dem Ungeheuer stellen. Was soll's? Irgendwie müssen wir den doch besiegen können. Ein neuer Versuch. Vor noch mal ein bisschen Energie tanken. Und schick mal deine Gurus.
Aber er verliert ja auch langsam Energie. Also es ist ja nicht so, als ob sich nichts tut. Oh, nee, jetzt war ich so gut dabei. Aber drei von den Viechern hält er einfach auch nicht aus. Das ist zu stark für das. Und dann weiß ich nicht, in welche Ecke ich springen soll. Kann ich blocken? Ich muss unbedingt das Blocken mal bei den Viechern ausprobieren, wenn die in dem Moment, wo sie explodieren, weil vielleicht schützt es mich ja oder so, weil ich weiß nicht, wohin ich springen soll. Habt ihr das gesehen? Ich springe auch extra schon nach oben. Ich springe ja schon weg. Ich sehe das ja, dass das Ding gleich explodiert, aber ist zu langsam. Ja. Das reicht ja immer noch nicht. Oh, ich fress hier voll viel und irgendwie... Ja, ist okay. Ich sehe mich nicht mal mehr im Getümmel. Ja, ich sterbe gleich wieder. Ich sterbe. Weg, 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 weg! Leck mich! Ja, wieder nicht geschafft. Und er hat voll mega viel Energie noch gegen mich. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Er hat kaum Schaden genommen, egal was ist. Das kann doch nicht sein, das ist doch voll sinnlos. Kein Bock mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde mir jetzt mal woanders anschauen, wie man den Typen am besten besiegt oder ob ich dafür irgendwas noch brauche, was ich nicht habe oder so, keine Ahnung. Aber ich komme so irgendwie gerade nicht weiter und guck mir mal so ein bisschen eine Taktik an und keine Ahnung. Tut mir leid. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hatte nachgeguckt und mit Fidget habe ich auf Feuer umgestellt, macht das jetzt aber gerade nicht zum ersten Mal. Ich habe ihn schon einmal besiegt, aber wir müssen ihn wieder besiegen, weil ich ja gestorben bin. Und man soll ihn halt auch nur besiegen, damit man weiterkommt. Und ja, es ist schwierig, dass Fidget ihn überhaupt kriegt.
gekriegt, aber das ist wichtig, weil nur mit Fidget kriegen wir es hin. Darf ich nicht vergessen, dass ich mich halt immer heilen muss, sonst gehe ich hier echt schnell drauf. Die Ketten zerbrechen auch wahnsinnig schnell. Oh, weg, weg, weg. Ja, ist gut. Er steht dann auch nicht schnell genug auf und pipapo. Ah, super, super, super. Ich bin hier gerade am Sterben, wenn ich nicht sofort was zu mir nehme. Es sind gerade zu viele von diesen Dingern. Als ob er in so einer Kampfsituation mal eben was essen könnte, ne? Na komm, stirb! Geh mal aus der Ecke raus. So, das war er. Das habt ihr es gesehen? So, da haben wir ihn besiegt. Das finde ich gut. Jetzt laufen wir hier erstmal weiter. Er ist gestorben. Finde ich toll. Ich habe nämlich auch keinen Bock mehr. Und weiß gar nicht, wozu ich jetzt den ganzen Part hier das versucht habe. Weil er kommt ja eh immer wieder. Aber okay. Ich weiß noch nicht so genau, wo wir hin müssen. Behalte aber auf jeden Fall Fidgets Feuerattacke erstmal, weil die hat irgendwie besser geholfen gegen ihn. Hm. Ja, ich weiß auch nicht. Ist alles nicht so einfach hier. Hier können wir erstmal noch ein bisschen einkaufen. Ja, ist okay. Mein Freund. Von wegen. Bin hier kurz vorm Sterben. Ah, dafür reicht's schon wieder nicht, das Geld. Na gut. Ja. Hab ich gern gemacht, ne? So, ich würde sagen, ich speichere an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Part von Dust in Illusion Tale. Mal gucken, wo es uns weiterhin verschlägt. Ich suche sonst einfach mal nach dem Weg und dann sehen wir uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.